Mein Name ist Emilio, ich bin 24 Jahre alt. Mein erstes Album, Roter Sand, erscheint dieses Jahr. Und wir drehen jetzt hier so ein Track by Track. Ich bin Christopher, A&R bei Jive Germany. Ich habe gemeinsam mit Konrad Sommermeier, dem Geschäftsführer von Jive, das Album von Emilio A&R. Ich bin Bene. Ich bin der Timmy. Zusammen sind wir Truba, Produktions- und Writing-Team hier in München. Wir sind Hauptproduzenten vom Album Roter Sand. Wir zu zweit auf der Straße morgens um 6:30. Ich schwör's dir, Babe, ich werde dich für immer lieben. Doch mit der Zeit haben wir's ein bisschen übertrieben. Wir wollten uns verändern, doch wollten uns nicht verbiegen. Ja. Wenn du sagst, wie klingt jetzt ein Emilio-Album, dann ist Sage so der erste Song, den ich tatsächlich zeigen mag. Weil er so speziell ist. Man ist so aus einer Beziehung raus, die sehr lange und sehr intensiv war und in der sehr viel Liebe, aber auch sehr viel Streit und Wut stattgefunden hat. Und man hat sich getrennt und man hat halt einfach diese Gewohnheiten, mit dieser Person so lange zusammen gelebt zu haben, dass es einem total schwerfällt, nicht an diese Person zu denken. Und vor allem, wenn man jemand Neues kennenlernt, dass man am Anfang voll diese neue Person mit der alten Person vergleicht. Auch wenn ich's nicht gerne sage, es sich nicht leicht ausspricht, denke ich oft an dich, viel zu oft noch an dich. Als die erste Sage-Demo eintrudelte und wir noch keine Topline hatten, aber wussten, okay, das Instrument klingt krass und das ist irgendwie anders und neu und wird einen Unterschied machen in der Szene hier in Deutschland, alleine soundmäßig. Uns war, glaube ich, schon sehr wichtig, dass man das in einen Kontext tut, der so ein bisschen raussticht von dem, was es schon gibt. Das hat einfach super viel Spaß gemacht, dass man auch die Möglichkeit hat, das zu machen. Ich glaube, oft ist man so gefangen von, wie die Musikindustrie funktioniert. Und davon gelöst zu sein und einfach wirklich coole Sachen zu machen und geile Sachen zu erfinden irgendwie, also Spaß gemacht, war richtig cool. Sage ist für mich so dieses Gefühl von, ich gehe auf deinen Instagram-Account und guck, was du gerade machst und wo du gerade abhängst und was gerade bei dir abgeht. Und auch wenn ich es nicht gerne sage, denke ich schon noch irgendwie oft an dich. Ich würde jetzt nicht gerne wieder mit dir zusammenkommen, weil das hat einfach nicht funktioniert zwischen uns beiden. Aber ich denke einfach oft an dich. Und das spricht man ja dann auch nicht gerne aus. Vor allem, wenn man sich ja auch wirklich getrennt hat und beide der festen Überzeugung sind, dass es nicht miteinander funktioniert. Darum geht's in Sage für mich. Mach ich's anders, mach ich's anders.